Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer Folge von Let's Play Bulletstorm Full Clip Edition. Musste gerade nochmal kurz was einstellen. Ja. Wir sind immer noch unten in so einem komischen Gefängnis oder so. Oh. Ja, und beziehungsweise eine Giftmülldeponie, würde ich es nennen. Vielleicht ein wenig. Ihr Wichser könnt nicht mal vernünftig die Umgebung im Auge behalten. Aber egal, hier unten ist eine Tür, die vermutlich... Fuck! Schwingt eure Ärsche hier runter, ihr Säcke! Halt die Fresse, Serrano! Spasti. Auf der anderen Seite ist ein Gerüst. Na los! Ich habe 10 Jahre lang davon geträumt, Serrano umzulegen. Und jetzt rette ich ihn. Du hättest ihn töten können. Die Gelegenheit war da. Ich muss dich hier rausbringen. Etwas wieder gut machen. Ja, wir machen das alles nur für Ishii. Die Wahrheit über Serrano rausgefunden haben, hätten wir in die Außenquadranten verschwinden können und wären sicher gewesen. Aber ich habe dich bis in die dunklen Ebenen geschleift, um den General zu jagen. Ich weiß, Ishii. Das sehe ich anders. Bei deinem Wunsch, Serrano für seine Verbrechen zu töten, ging es niemals um Rache. Es war eine gerechte Mission, um Vergeltung für seine vielen unschuldigen Opfer zu üben. Du hast uns in diese Mission geführt. Unsere Chance auf Erlösung. Und ich wusste immer, dass ich für dieses Ziel sterben würde. So ehrenhaft sind meine Motive nicht. Was auch geschieht, was ich auch sage, wenn ich die Kontrolle verliere. Eins weiß ich. Du bist mein Bruder. Ich bin dir aus freien Stücken gefolgt. Und ich gebe dir nicht die Schuld. Immerhin. Erinnerst du dich an den Novak-Auftrag? Das kleine Mädchen, Novaks Tochter, das ist Trishka. Und ich konnte nicht verhindern, dass Serrano sie tötet. Ich hatte keine Ahnung. Hör zu, wir werden an Bord des Rettungsschiffs gehen. Aber sobald wir von diesem Drecksloch runter sind... Skalpieren wir dieses miese Dreckschwein. Yes! Wow! Darauf warte ich schon die ganze Zeit. Ich kann... Als ob ich da nicht hoch kann. Okay. Ishii, wo bist du hin? Ishii? Da! Alles klar. Augen habe ich. Creeps! Über uns! Geh in Deckung! Oh, ein Sniper. Ja. Wieder die Sniper-Action, Alter. Und weiter. Oh, ich sehe da gerade Explosionsfässer. Die ich mir, glaube ich, snacken werde. Ach komm! Kann halt nicht. Was ist das? Rechts! Nein, es war's nicht. Lol. Wow, das fass ich nicht. Ray! Hinter uns! Hä? Hä?
Greife an! Tja! Komm, so. Hey, die Arbeit ist erledigt, General. Du muss man die Waffe? Aus einer vollgepissten Feiglingsecke rauskommen. Da war sie. Ich bin gerade drüber gelaufen, genau. Ich habe die Säuberung des Schiffs schon immer den scheiß Untergebenen überlassen. Hast du das gehört, Ishi? Unser guter General ist zu einer riesigen Memme mutiert, seit er durch diesen radioaktiven Schleim gewartet ist. Oh, ist alles voll? Oh, wie cool ist das denn? Das ist nett. Schon. In den Tunnel davon. Ich hoffe nur, unser Riesenarschloch passt da durch. Unser Riesenarschloch. Hier ist überall dieser toxische Schleim. Jetzt wissen wir, was die Insassen zu diesen Freaks gemacht hat. Einen Scheiß wisst ihr! Du bringst hier Bürger der Konföderation um, Junge! Die Touristen, die das Evakuierungsschiff verpasst haben, sind hier runtergekommen, um sich vor den tobenden Knackis an der Oberfläche zu verstecken. Mein Gott. Du hast vielleicht gerade eine nette Lehrerin umgelegt. Eine Mutter von drei Kindern! Du solltest lernen, die Freude in deiner Stimme besser zu verbergen. Ja, das sollte er. Weil sonst würde das nicht schön für ihn enden, ey. Das wird sowieso nicht schön für ihn enden, aber egal. Hallo? Ist hier wer? Irgendwer? Einfach hochrutschen. Alles klar. Diese Peitsche, ich will sie im echten Leben. Oh. Mutig! Interessieren sich überhaupt nicht für uns. Sie haben Angst. Vermutlich ist Grace liebe Mutter hier irgendwo und sehnt sich nach Zärtlichkeiten. Sieh die Scheiße an, die brennt sich durch den Fels. Die Mutation ist voller radioaktiver Hämolymph. Bleib in meiner Nähe. Lecker. Findet ihr nicht auch? Such grad noch diese Nachrichtenbots. Weil die sind so groß, die kann man ja kaum übersehen. Da würde ich schon ganz gerne alle 28. 28 waren das, glaube ich, ne? Ja. Besiegen. Ist ein ganz mieses Juju. Mein Arsch juckt. Das war noch nie ein gutes Zeichen. Da, der Aufzug funktioniert noch. Es wäre noch nie ein gutes Zeichen, wenn Grace Arsch juckt. Okay. Ja, komm, da müssen wir jetzt nichts machen. Irgendwo irgendwas los hier? Sackratten machen Jagd auf uns. Das sind in die Nähe der Zahnräder. Sie schmelzen sonst auf die verfickte Turbine ein. Kannst du nicht besser schießen? Gehst du überhaupt? Wir können uns keine Fehler leisten. Daneben! Ihr Antrieb ist völlig verrottet. Schießen, du Schlappschwanz! Ihr Erbärmlich! Halt die Fresse jetzt! Nein! Nein! Was ist das? Das war's. Okay.
aufzuhalten. Die Kammer ist verschließbar. Nein, da! Na los! Wo denn? Okay. Wie auch immer ich mich gerade da durchgeglitscht habe. Das war viel zu knapp. Ein Scheiß war das. Wie willst du denn erst zittern, wenn du mal in einen richtigen Kampf kommst? Du strengst dich zu sehr an, General. Entspann dich. Lass zu, dass sich die Überkompensation ganz natürlich entwickelt. Was? Dieser General, ne? Er gehört einfach geschlagen oder so. Ich weiß es nicht. Da geht mir eigentlich nur auf den Sack. Mir gehen ja selten Videospielcharaktere auf den Sack, ne? Und dieser General. General. Ey, der ist halt echt einfach nur. Nee. So einfach nur die Fresse halt, der Boy. Ist das nicht eine Kapsel? Nee. Ui! Seht sie euch an! Seht nur, was ihr verräterischen Hurensöhne meinem Baby angetan habt! Die Uhr tickt. Wir müssen da runter. Der Stahlseil dieses Krans da müsste uns halten. Gutes Thumbnail. General Serranos Schiff oder so. Nicht die Folge. Irgendwie so in der Art. Glaube ich. Ist hier ein Bot? Nee. Und. Rutschen! Schon, ihr Schlappschwänze, mein Baby ist da vorne. Wie sind wir in der Zeit? Genauso beschissen, wie deine Fresse aussieht. Wenn wir nicht weiter reinkommen und die Bombe entschärfen. Sind wir alle tot, schon verstanden. Ich schätze, meine Crew ist bereits tot. Tot an Grayson Hunt. Jetzt kannst du deinem Strafregister auch noch Massenmord hinzufügen, Hunt. Was denn? Keine schnippische Erwiderung? Kein klugscheißer Geschwätz? Naja, der kann so froh sein. Dass ich die nicht einfach umböller, ne? Ganz ehrlich. Ladung freischalten. Kann ich hier eigentlich noch irgendwo hier? Detonation, das kann ich mir auch mal wieder kaufen. Ladung frei. Oh. Ups. Ich könnte jetzt mal hier Ladungsupgrade. Überall erstmal alles upgraden und so weiter. Kann ich mir. Mehr kann ich nicht. Okay. Nein! Warum hast du die denn jetzt ausgerüstet? Ich will die nicht ausgerüstet haben. Linke Waffe? Rechte Waffe. Was ist das denn? Hat er die einfach aus? Was? Unfair. Warum habe ich eigentlich wieder voll Muni mit der Waffe hier? Habe ich da nicht eben voll viel verballert? So viel neue Muni habe ich gar nicht aufgesammelt, oder? Aber naja, okay. Der Ulysses waren über 700 Seelen. Ihr seht sie hier vor euch. Lass es gut sein, Serrano. Das hier waren menschliche Pech. Wesen, die du getötet hast, Gray. Sie hatten Familien, Menschen, die sich auf sie verlassen haben. Weißt du, wie viel Leid du damit im ganzen Universum verursacht hast? Ich würde sagen, wir hatten beide unseren Anteil daran. Aber wir reden hier nicht über mich. Was wir hier vor uns sehen, sind nicht die Leichenstapel derer, die... Einige wurden gefressen. Andere wurden verstümmelt, bevor mit ihnen herumgespielt wurde. Die Burnouts sind hier. Ich habe Lust, was zu erschießen. Aha. Töten ist eben alles, was du kannst. Ich habe Lust, Serrano zu erschießen, Alter. Nicht nur einfach irgendwas, nein, Serrano. Der geht mir am meisten auf den Sack. Der Typ, ey. Ich habe das Gebiet erfasst. Es gibt nur einen Weg hindurch. Folgt mir! Du Spaß, so weißt du? Schweigsam, Hunt. Dir gehen wohl die ganzen Leichen nicht aus dem Sinn, was? Mir steht gerade der Sinn nach noch einer. Oh, hi. So, also dieses Serrano, ne, Leute? Ganz ehrlich. Ah, dieser Charakter. Der gibt mir so auf den Sack. Einfach nur hart, ey.
böller jetzt alle Gegner einfach gegen die Dings hier. Es geht leichter. Ich würde ihn einfach am liebsten... Geh weg jetzt. Am liebsten wegböllern, Serrano. Warum geht das nicht, Spiel? Warum? Warum kann man ihn nicht einfach umbringen? Das Gebäude ist durch das Gewicht der Ulysses gewaltigen Belastungen ausgesetzt. Wollten wir uns deshalb Zeit lassen? Ja. Köcheln halten? Du hast die Führung, also gibst du auch das Tempo vor, Ishii. Wenn dich das umbringt, Serrano, dann können wir uns gerne Zeit lassen. Habe ich nichts gegen. Ja, okay. Ich meine, cool sieht das ja schon aus hier, ne? Muss ich ja schon sagen. Mann! Fresse! Fresse! Oh. Hm. Was hab ich jetzt getan? Mann! Was ist das jetzt? Müssen wir nicht so lang? Ah, hier rüber, okay. Ja gut, hätte ich mir auch denken können. Wir sind fast da! Sind fast da? Dann muss ich sich nicht langsam mal wieder aufladen oder so? Schnauze! Die sollen alle mal die Fresse halten. Ey, diese Gegner sind echt ätzend. Also, das sind echt nervige Gegner. Ist noch einer? Komm. Boah. Jetzt halt die Schnauze. Im Flug. Null. Ein Flug! Wo ist der andere? Da! Null! Genau vor mir und ich sehe ihn nicht. Alles klar. Das ist gut. Bin der Main. Was ist jetzt? Tor! Ist gerade die... Und was jetzt? Was? Bist du wieder an? Heilung! Die Kugel ist eben einfach durch den Boden geglitscht, bitte. Was? Warum? Eilt euch gefälligst, ihr Kackfressen! Die Bombe ist da lang! Dort, hinter den Leichen dieser Mütter und Väter! Geht ihr mir auf den Sack. Leute, das war's erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!